Ich spiele das beste Gravefear-Deck aus jedem Jahr in Clash Royale. Wir beginnen mit 2024 und gehen 9 Jahre zurück in 2016. Doch ob alle Decks immer noch funktionieren und was man damals gespielt hat, siehst du jetzt. Sag gerne Creator Core Big Spin für kostenfreien Support im Shop ein. Immer mehr von euch machen das. Kuss geht raus und wir gehen rein. Wir beginnen mit dem Deck aus 2024 und das ist natürlich genau dieses Giant Gravefear-Deck. Wie soll das anders sein? Im Jahr 2024, das wir aktuell haben, war komplett Giant Gravefear absolut Meter. Man hatte kaum eigentlich nur Damage-Spieler am Start. Nur Damage gab es so Anfang des Jahres, aber spätestens natürlich mit der kontinuierlichen Dominanz des kleinen Prinzen ist man eben dann dazu übergegangen, einfach mal den Bowler und natürlich auch den Giant dann zu spielen. Und gegenüber No Damage ist dieses Deck absolut viel besser. No Damage ist ja ein Deck, das in dieser Liste auch seinen Platz haben wird, aber man muss es ganz klar sagen, in diesem Jahr hat Giant Gravefear komplett die Meta übernommen und es ist nicht nur das Giant Gravefear Deck das beste Giant Gravefear Deck gewesen, sondern das Giant Gravefear Deck ist eben natürlich auch eines der besten Decks insgesamt gewesen. Also unabhängig davon, welchen Decktyp man so noch wählt, Giant Gravefear ist ein absolutes krankes Main-Meta-Deck, ja. Was man aber auch sagen muss, ist gleichzeitig, dass Giant Gravefear eines der gottlosesten Decks ist, ne? Also richtig Spaß hat man damit jetzt nicht. Man gewinnt damit halt Trophäen und man muss sein Gehirn kaum einsetzen. Das ist der große Vorteil von Giant Gravefear und dieses Deck ist eben natürlich auch dadurch, dass zum Beispiel der Bowler einfach mal überhaupt nicht genervt wurde und auch der kleine Prinz weiterhin stark ist, eben auch gegen super viele andere Dinge gut. Auch in der aktuellen Meta, ja. In der aktuellen Meta, wo natürlich viele die Dolchherzogin spielen, ist dieses Deck auch relativ stark, weil du hier eben Giant Nachthexe hast. Auch wenn es viele Leute gibt, die gerade ein anderes Giant Nachthexe Deck ohne den Gravefear spielen, muss man aber sagen, dass tatsächlich jetzt hier ja, dieses Giant Gravefear Deck dennoch eine absolut gute Wahl ist und man das auf jeden Fall noch an der einen oder anderen Stelle sehen wird, gerade auch im Midlaner, weil tendenziell gibt es nämlich eine relativ leichte Formel. Man kann sagen, dass so, wenn ein Deck länger Meta ist, ja, in Topladder und das absolut dominant ist, so wie Giant Gravefear, und es gleichzeitig dumm ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass Midladder-Spieler dieses Deck langfristig übernehmen werden. So war es zum Beispiel auch bei der Feuerweckerin. Die haben alle am Anfang gemaxt, dann hat sich das gegenseitig hochgeschaukelt, weil man eben gesehen hat, die Crackerin kann keinen, ja, kann im Prinzip nicht getötet werden, auch nicht von Pfeilen. Und genauso könnte es bei diesem Deck auch sein, dass Giant Gravefear sozusagen Long-Term auf jeden Fall ein sehr, sehr beliebtes Deck auf allen Trophäenhöhen wird, auch wenn es in Top-Ladder, also ganz oben in den Top 1000, nicht mehr unbedingt das absolut beste Deck ist. Ihr seht, unseren Gegner, den rasieren wir natürlich komplett, der hat absolut gar keine Chance und kann wirklich innerhalb dieses Games im Prinzip nicht viel machen. Ne? Erkennen wir relativ gut, der Gegner hat starke Probleme, starke Schwächen natürlich auch und ja, bei Sebastar Shepherds aus allen Ecken und Enden. Und ihr seht, ich habe in diesem Game bisher im Prinzip nicht viel gemacht. Ich habe nicht viel richtig gemacht, ich habe generell nicht viel gemacht, ich habe kaum nachgedacht, aber genau das ist eben die Quintessenz dieses Decks. Und ich muss sagen, für meinen Gravefear-Spieltyp war wirklich 2024 bisher ein rabenschwarzes Jahr. Kein No-Damage, keine wirklich krassen Friedhof-Cycle-Decks, auch wenn es da ein paar gab. Jetzt natürlich die Dolchherzogin sehr stark gegen Friedhof, auch ein Grund, weshalb der Friedhof gerade tendenziell eher weniger gespielt wird, aber ja, natürlich dann gleichzeitig noch Giant Gravefear absolut in der Meta. Es ist natürlich eine Kombination, wenn wir uns natürlich gleichzeitig einmal fragen, was der Gegner jetzt hier machen will, die für mich persönlich jetzt kein sonderlicher Zuckerschlecken ist, aber ihr seht, dieses Game werden wir zunächst einmal natürlich gewinnen und der Gegner hier, Sebas, hat keine Chance. Das zeigt auch, dass dieses Deck natürlich aktuell, es ist aus diesem Jahr, noch sehr, sehr gut funktioniert. Dark aus den Drill Spammers und nun kommen wir ins Jahr 2023. Hier haben wir natürlich das originale No-Damage-Deck, aber mit einer Ergänzung, denn 2023 war seit November, zwar nur in den letzten 2 Monaten, aber dafür umso mehr das Jahr des kleinen Prinzen. Der kleine Prinz, heillos overpowered, so overpowered, dass er sogar nach mehreren Nerfs heutzutage immer noch overpowered ist und gefühlt jedem Deck drin ist. Aus diesem Grund hat man ihn natürlich damals auch in No-Damage gespielt. Heutzutage würde man No-Damage zwar mit der Dagger Duchess oder dem Kanonier spielen, aber damals 2023 gab es natürlich noch keine Turmtruppen. Dementsprechend habe ich mich jetzt dazu entschieden, auch in den nächsten Jahren immer wieder zwar die möglichen Evolutionen, die ein Deck bietet, wenn ein Deck denn überhaupt eine Evo bietet, mit ins Deck zu packen.
Einfach nur, weil ich es damals natürlich auch gemacht hätte, aber die Prinzessin als Turmtruppe eben jetzt immer beizubehalten, weil erst im Jahr 2024 die ja ins Spiel gekommen sind. No Damage war natürlich immer stark, gar keine Frage, aber in diesem Jahr war auf jeden Fall No Damage das meiner Meinung nach stärkste eben in genau dieser Variante, logischerweise mit dem kleinen Prinzen. Wir werden das Ganze hier immer schön zusammennadeln und jetzt mal schauen, was der Gegner dagegen macht gegen ihn. Ist es auf jeden Fall ein Vorteil, dass wir auch die Prinzessin dabei haben, weil er spielt den Elixiergolem und da haben wir natürlich mit gegen Nachthexe, gegen den Skelly King von ihm sehr, sehr gute Antworten mit der Prinzessin erstmal. Dann spielt jetzt die Nachthexe, gibt natürlich von uns hier den Poison rein und in diesem Jahr, in 2023, kam natürlich auch der Evo-Ritter raus und auch der hat damals einen riesengroßen Impact darauf gehabt, dass das No-Damage-Deck so stark geworden ist, wie es letzten Endes gerade ist. Ich meine, No-Damage hat man schon früher gespielt, gar keine Frage, da aber mit Skelly King. Das war so in der ersten Jahreshälfte, dann kam der Evo-Ritter und dann kam eben nochmal der Little Prince und dementsprechend war das Deck wirklich, ja, man kann schon fast sagen, so Ende des Jahres an seinem Peak der Stärke und auch über das Jahr verteilt, war No Damage auf jeden Fall das beste Graveyard-Deck, was man hätte zocken können. Wir haben jetzt hier einen Gegner, der ein Eolin-Deck spielt, das es damals noch nicht so richtig gab, weil damals, oder besser gesagt, die Evo-Skelette ja erst seit 2024 überhaupt irgendwie richtig in der Meta sind. Auch die Evo-Bats, die mussten ja erstmal gebufft werden, bevor sich da irgendwas tut und die Karte entsprechende Relevanz bekommt. Werden jetzt hier einmal zünden, zack, und ihr seht, der Gegner, ja, haut nochmal gute Pfeile aus, aber wir haben die Lage unter Kontrolle, ja. Und jetzt schauen wir einmal, was der Gegner hier machen wird, ob er irgendwas davor packt. Nein, er spielt eine weitere Pumpe rein. Sehr interessant, die Partie könnte also einigermaßen tricky werden, gerade wenn der Kollege viel Elixier bekommt. Aber das Geile bei No Damage ist natürlich auch, der Grabstein war Müll, habe ich kurz gemissklickt, die Tatsache, dass du mit dem kleinen Prinzen nicht nur einen Eismagier hast, der nicht von Feuerball stirbt, was schon mal unfassbar mächtig ist, sondern du hast gleichzeitig eben dann nochmal den Drei-Karten-Zeiger, den du auch nochmal komplett mitnimmst, sobald sich die Einheit auf dem Feld befindet. Und diese Kombination ist natürlich absolut mächtig. Wir sehen einen Gegner, der ja irgendwie nicht so mächtig ist. Der ist vielleicht mächtig doof in der Birne, aber das war's dann auch. Wir können hier relativ einfach den Ritter setzen, zack. Und wie gesagt, der normale Turm hilft natürlich hier entsprechend sehr, sehr gut mit. Der Princess Tower macht hier eine gute Figur. Und das Interessante ist, dass solche Decks wie das des Gegners eigentlich nur existieren, weil der Kanonier eben so krass in der Meta ist bzw. war. Aktuell sieht man dieses Deck so gut wie gar nicht mehr, ja, nur noch selten. Und dieses Deck hat eben seine Prime wirklich aufgrund der neuen Turmtruppe Kanonier gehabt. Und ihr seht, der Baby Dragon, der zerstört den Gegner absolut komplett. Er hat keinen großen Spell. Er kann nichts machen gegen unseren kleinen Prinzen. Und wir haben jetzt hier schön den Grabstein, wir haben den nächsten Baby Dragon und natürlich auch den Tornado am Start, den wir einmal reinsetzen werden. Zack. Und schon ist die Welt in Ordnung. Da kann er nicht viel machen, er fängt natürlich ihm da an. Aber wisst ihr, das ist auch so eine Sache, die gönne ich einem Elixiergolem-Spieler. Ja, weil Elixiergolem-Spieler, da muss ich mich gefühlt fast schon übergeben hier, die haben es auch nicht anders verdient. Es gibt einen geilen Graveyard rein, es ist der Baby Dragon, es ist alles am Start, was wir hier brauchen, Freunde. Und damit ist das Game natürlich durch. Und Kollege Dark, der hat tendenziell heute, glaube ich, nur noch eher weniger Lust auf dieses Game. Ne? Ihr seht, der nächste Graveyard wird durchgezeigt, er kann nichts tun. Und hier sieht man natürlich ganz klar die Stärke dieses Decks. Keiner Prinz aufs Feld, der kann nicht sterben, kann heute immer noch nicht sterben. Und alles dahinter spammt. Jetzt kommen wir zum Jahr 2022. Wir sind also schon ordentlich fortgeschritten. Das ist schon eine Weile her. Und jetzt spielen wir natürlich ein Deck, das damals komplett busted war, weil das Giant Skelly Anfang, Mitte des Jahres aus irgendeinem Grund gebufft wurde. Dieses Deck hat man in verschiedenen Varianten gespielt. Man hat es zum Beispiel auch mit der Valkyrie mal gespielt, statt des Giant Skellies, oder auch mit der Kanonenkarre. Aber es war eben immer eine sehr, sehr starke Variante und wir sehen, unser Gegner hat jetzt den Kanonier. Das bedeutet natürlich für uns, wir können relativ leicht mit dem Graveyard jetzt hier Action machen. Wir sehen jetzt hier, die Barbaren sind am Start und in diesem Deck haben wir natürlich auch keine Evolution. Ich meine, warum sollten wir Evolution haben, ne? Klar, es gab damals eben keine. Aber wir haben jetzt hier natürlich die Seppis und was wir auch haben, ist tatsächlich ein Champion. Ich meine, Champions kamen ja Ende 2021 raus, das heißt, sie waren Anfang 2022 und auch generell in 2022 noch relativ neu. Ja, wir haben ja dann in diesem Jahr noch den Mighty Miner und auch den Mönch bekommen und dementsprechend eine relativ neue Angelegenheit damals tatsächlich gewesen. Jetzt sind wir gegen Lavon am Start und eigentlich haben wir gar keine so schlechten Karten. Das Problem ist, wir haben den Princess Tower und ich weiß natürlich ganz genau, dass ich zu 100% mit dem Kanonier oder auch mit dem anderen Lachs gewinnen würde, aber das Geile ist wiederum, der Gegner hat den Kanonier und ihr seht, was der Kanonier gegen den Grabstein macht, nämlich absolut gar nichts. Und wir haben den Inferno Dragon, der Gegner wirft einen Vogelbilden Feuerball drauf. Ich weiß noch nicht, ob der
nicht gecheckt, dass wir einfach die Pfeile jetzt hier haben. Aber gut, wir lassen die mal wehren. Werden das Ganze jetzt hier schön arrowen und jetzt natürlich zünden. Weil ihr seht, der Gegner hat den Feuerwehr. Er muss zappen. Es führt kein Weg daran vorbei. Er muss irgendwie zappen. Ja, macht er auch. Aber ihr seht, jetzt hat er keinen Zapp mehr. Also gehen wir jetzt einfach mal rein. Hätten wir ein bisschen früher machen können, dann hätte der Dragon überlebt. Jetzt kann er Barbs bringen. Trotzdem ist das einigermaßen okay. Ja, weil wir natürlich gleich die Zappis reinbringen können. Und so oder so zumindest noch etwas Schaden machen. Ich bin aber gerade am Überlegen. Ich glaube, wir bringen einmal die Zappis so ein bisschen weiter oben rein. Und dann können wir, falls er seinen Ballon dahinter bringt, einfach Feuerball. Wenn er seinen Ballon rechts bringt, haben wir Inferno Dragon. Aber er bringt den nächsten Lava-Hund. Und dieses Deck war damals eben super krass. Vor allem auch, weil das Giant Skelly nicht nur, ich glaube, ein bisschen mehr Leben bekommen hat, sondern weil es sich mit dem Skelly King auch einfach komplett an den Turm drücken konnte. Beide Truppen hatten eine unfassbare Masse. Masse ist eine tendenziell eher unbekannte Einheit innerhalb von Clash Royale, die viele eben nicht so richtig auf dem Schirm haben, die aber natürlich für gewisse Interaktionen sorgt. Und die Interaktion, die wir hier gerade haben, ist etwas Sage. Denn dieser Gegner, nevermind, der Gegner versucht natürlich jetzt hier durchzukommen, aber so richtig gelingen tut es ihm nicht. Denn jetzt haben wir eine sehr, sehr gute Situation. Wir können nämlich hier vor das Giant Skelly bringen und dann theoretisch, weil er keine Barbaren hat, einfach mal den Skelly King dahinter. Und der Gegner muss jetzt irgendetwas tun. Versucht es natürlich jetzt auch. Bringt ja auch den Feuerball rein. Der war jetzt auch gar nicht mal so schlecht. Da ich jetzt aber expecte, dass genau hier vielleicht noch irgendwas reinkommt. Na, aber guckt euch an. Das meine ich, ja. Das meine ich. Genau das war damals der Trick. Die Giant Skelly Bombe ist nur am Turm aufgrund dieses Tricks, dass du diese beiden Truppen eben einsetzt und die sich nach vorne schieben. Das war damals noch krasser. Heutzutage sieht man, klappt das Ganze natürlich auch immer noch, aber eben nicht mehr so krass wie damals. Und das Giant Skelly könnte jetzt hier vielleicht sogar wegen der Dolcherzungen wieder etwas in die Meta kommen. Ja, das ist durchaus nicht ausgeschlossen. Der Gegner wirft jetzt hier einen wilden Feuerball. Ich würde sagen, wir werfen ihn auch mal, damit wir jetzt hier nicht den kompletten Turm am besten verlieren. Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert, wenn es jetzt keine zwei wären. Das waren keine zwei. Also ihr merkt, durch den Princess Tower tatsächlich würde ich sagen, heißes Eisen das Ganze. Ja, das kann man durchaus, würde ich sagen, so unterschreiben. Aber wir sind trotzdem gerade auf der Überholspur, werden natürlich jetzt direkt zünden, weil jetzt müssen ja eigentlich Barbs reinkommen. Das weiß er auch eigentlich. Wenn er jetzt nur Sepp, und das ist ein Problem. Jetzt hat er den Kanonier und dagegen sind natürlich jetzt mit dem Graveyard gut. Gegen die Dagger Duchess wären wir vielleicht mit einer anderen Turmtruppe gut. Aber damit gewinnen wir einfach das Game. Und da hat man gesehen, das Deck klappt sogar auch ohne Evolution noch überraschend gut heute. Wir schreiben das Jahr 2021 und dieses Jahr ist nicht nur generell ein absolut krasses Jahr für Clash Royale mit wahrscheinlich dem größten Hype seit Release des Spiels, sondern es ist auch content-wise ein sehr, sehr krasses Jahr, denn in diesem Jahr kommt tatsächlich einfach mal, und ich sehe gerade, ich habe die Evo-Skelette in diesem Deck vergessen, obwohl ich sie eigentlich reinpacken wollte, ist aber egal. In diesem Jahr kommen zum ersten Mal die Champions raus. Champion, eine neue Seltenheit in Clash Royale, Karten mit völlig neuen Eigenschaften und wer hätte es gedacht, die Champions waren natürlich bei Release komplett overpowered. Gerade tatsächlich eine Karte oder ein Champion, der am Anfang wirklich völlig drüber war, war die Bogenschützenkönigin und das bringt uns auch direkt zu diesem Deck. Wir haben hier nämlich No Damage gegen den Eismagier und den Nado gegen die Skelette und die Queen ausgetauscht. Und mit diesem Deck habe ich tatsächlich einen Top 105er Finish ohne tatsächlich große Mühe auch damals geschafft. Denn die Queen war damals einfach heillos überpowered und dieses Deck wurde damals eben dann auch, seit es die Queen gab, relativ lang gezockt, bevor es dann 2022 eben von dem Skelly King Graveyard Deck abgesetzt. Wie nennt man das? Abgelöst wurde, genau. Wir haben jetzt die Evolution dabei, weil ich ja meinte, dass wir die Evolution gerne auch jetzt hier, sage ich mal, testen möchten, weil wir natürlich damals keine Evolution hatten, würde ich schon sagen, dass man damals auf jeden Fall diese Evolution oder besser gesagt zumindest den Ritter hier gezockt hätte, während das bei den Turmtruppen ja nicht so ganz gesagt werden kann, was man damals gezockt hätte, aber bei Evolution ist es ja relativ klar, deswegen haben wir hier die Evolutionen auch drin und die Turmtruppe bleibt die Prinzessin. Wir haben jetzt hier Kollege Semo mit einem sehr, sehr interessanten Deck am Start. Er spielt Cobalt Bohrer, also eigentlich ist es nicht interessant. Es ist der komplette Müll, aber wir lassen es mal so stehen, ne? Alles gut. Cobalt Bohrer war übrigens generell in diesem Jahr ein sehr, sehr starkes Deck. Deswegen ist das schon fast hier ein Battle der Nostalgie. Hätte der Gegner jetzt nicht Evo Bomber als zweite Win Condition. Wir gehen rein und schauen uns gemeinsam an, was der Gegner hier gegen macht. Er macht nicht viel und das ist gut für uns, denn wir haben jetzt den Evo Ritter und der macht natürlich einen guten Job. Und der Kern dieses Decks ist natürlich, dass wir hier die Queen setzen und die Queen erstmal alles macht, gerade auch gegen Luft. Und wir natürlich mit dem 3-Karten-Cycle extrem, extrem, extrem krass den Gegner hier in irgendeiner Form schon fast
bestrafen bzw. einfach outcyclen können. Damals war es witzigerweise so, dass ein Champion direkt wieder auf deine Hand kommen konnte, sobald er gestorben war. Das war damals zufällig und ich weiß noch genau, weißt du warum, der Gegner auch immer den Nado ist dabei, weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß noch genau, dass man damals tatsächlich einfach mal die Queen gespielt hat und die Queen ist gestorben und kam instant wieder auf die Hand und das war völlig gestört damals und dadurch habe ich tatsächlich auch mein entscheidendes Game gewonnen, obwohl ich hätte verlieren sollen für die Top 105 dann am Ende des Tages. Da war der Packerspieler ziemlich sauer. Ich kann mich erinnern, das war damals Carpi oder wie der hieß, dieser krasse Packerspieler. Und der hat durch diese Interaktion so von mir auf die Schnauze bekommen, dass ich gegen ihn einfach völlig unverdient gewonnen habe. Das Deck hier, mein persönliches Favoritendeck für 2021. Und jetzt kommen wir mal zu 2020. Wir schreiben das Jahr 2020 und ich habe an dieses Jahr keine guten Erinnerungen. Und das trifft natürlich nicht nur auf das Jahr an sich zu, sondern auch auf die Decks, die dort gespielt wurden. Dieses Deck war eines der Graveyard-Decks, das im Laufe des gesamten Jahres. Ah, was haben wir hier? Der Gegner hat irgendwie auch irgendwie gefühlt gerade einen Ausbruch von irgendwelchen Sachen. Also der Gegner mit ganz wilden Dingen. Aber wir haben immerhin Pfeile und wir haben immerhin den Schneeball dagegen. Und das Schöne bei diesem Deck ist natürlich die Tatsache, dass wir einfach hier mal ganz entspannt reingehen können. Und der Gegner hiergegen möglicherweise, er spielt auch ein Deck aus dem Jahr 2020, das ist natürlich sehr, sehr schön. Da kommen wir jetzt erstmal nicht gegen durch, aber dieses Giant Graveyard Deck ist tatsächlich das Deck, das so ziemlich der Beginn der aktuellen Giant Graveyard Meta ist. Weil es hat Gemeinsamkeiten zum Deck, was 4 Jahre später immer noch existiert, aber es gibt eben auch einige eklatante Unterschiede und die kann man natürlich hier relativ gut benennen anhand der Backup-Truppen. Wir haben erstmal natürlich heutzutage den Evo-Zap, wobei auch teilweise noch Snowball gespielt werden könnte. Wir haben aber einen Bowler heutzutage, wir haben einen kleinen Prinz und eine Nachthexe und hier haben wir natürlich eine Skami und eine Musketierin und den Pennymaker, also kein Vergleich zu dem, was man früher gespielt hat. Was auch unvergleichlich ist, ist, wie sehr wir gerade hinten liegen. Das sieht nämlich gar nicht mal so gut aus. Der Gegner hat ein sehr interessantes Deck mit der Dolchherzogin, aber er hat nicht so viel gegen Graveyard. Heißt, wir müssen einmal versuchen, oder wir werden besser gesagt einmal versuchen, irgendwie den Kollegen namens, wir werfen mal die Pfeile drauf, zack, unseren Kollegen namens Giant hier durchzusiegen. Das klappt natürlich absolut gar nicht, weil der Gegner einen Pennymaker hat, aber wir haben gleich die Fledermäuse in der Evolution und die könnten uns hier durchaus schon mal retten. Der Gegner wird gleich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich glaube, er hat Feuerball und Holz dabei, das heißt, wir sollten auf jeden Fall hier mit Pennymaker und Schneebel gleich verteidigen, weil er wird wahrscheinlich Holz picken auf die Skami, genau, da haben wir es, zack. Das heißt, wir könnten sie jetzt einsetzen, machen wir aber nicht, wir lassen den Pennymaker, lassen wir ihn durchlaufen? Nee, ich glaube nicht, oder? Doch, wir lassen ihn durchlaufen, weil jetzt können wir mal den Giant hinten machen und alles, was wir in diesem Matchup wirklich tun müssen, halten die Pfeile für seine Prinzessin in der Brücke bereit, ist einmal wirklich einen Push aufzubauen mit unserem ganzen Lachs. Und wenn wir einmal einen Push aufbauen und dann einmal durchkommen, dann werden wir das Game gewinnen. So einfach ist es eigentlich. Also es hat keine wirkliche, es ist eigentlich keine Zauberei, könnte man sagen. Der Gegner feuerballt jetzt hier rein. Jetzt hat der Gegner aber eine Sache vergessen, nämlich die Tatsache, dass ich jetzt einfach die Musketiere noch habe und mir einfach auf ganz entspannter Basis einen neuen Push aufbaue. Und diesen Push könnte der Gegner möglicherweise nicht so richtig verteidigen. Zumindest hoffe ich das natürlich. Goblin Gang kommt rein. Wir wissen alle, hier müssen die Fledermäuse kommen, deswegen werden wir die Pfeile draufschmeißen. Die Fledermäuse kommen auch. Und schon hat der Gegner ein gigantisches Problem, denn sein Turm, und das ist auch so ein bisschen der Sinn und Zweck des Decks, warum es letzten Endes auch so stark ist, ist so gut wie down. Jetzt müssen wir natürlich hier etwas aufpassen, denn der Gegner wird jetzt hier seine nächsten Royal Hawks spielen. Machen das Ganze also einmal so. Zack, jetzt kommt hier direkt der Feuerball rein. Da hat er nämlich gerade gedacht, er könnte sich irgendwie durchsneaken. Kann er aber in dieser Form nicht. Das Holz könnte reinkommen, bringt er auch nicht. Also es ist gerade wild, was der Gegner macht. Das kann man durchaus so sagen. Jetzt kommen hier die ganzen Viecher rein. Ja, auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Lock ist da. Und was natürlich jetzt geil wäre, wäre, wenn wir irgendwie nochmal einen Gravel aufs Feld bekommen könnten. Wir machen das Ganze mal, zack, gehen jetzt so rein. Und jetzt haben wir hier einen Schneeball, den wir einmal draufbringen werden. Und da sehen wir tatsächlich, dass das Ganze wahrscheinlich nicht ausreichen wird, um den Gegner zu besiegen. Aber ich bin ehrlich. Ah, warte mal. Ich habe nichts gesagt. Das Game wäre auch im Video geblieben, wenn ich jetzt verloren hätte. Aber wir haben gewonnen. Ich habe lange gebraucht mit diesem Deck, um zu gewinnen. Es hat sehr lange gedauert. Ich glaube, es ist der 5. Versuch gewesen. Aber gegen ihn hat es scheinbar noch funktioniert. Das Jahr 2019, übrigens auch das Jahr, in dem ich angefangen habe, das ganze Lachs hier Fulltime zu machen, also Streaming und YouTube. Ja, ich weiß, ich bin immer nur unprofessionell, man merkt sich, aber ihr wisst, ne, jetzt schon mal Bescheid, dass ich das Ganze seit beinahe 5 Jahren Vollzeit mache. Dieses Jahr hatte einige sehr, sehr interessante Graveyard-Decks, auf die man hier zurückgreifen hätte können. Zum Beispiel gab es, und damit habe ich tatsächlich auch mein bestes Finish damals gemacht, also 45. mein bestes Finish eben 2019. Damals gab es ein Deck namens
Prinz E-Golem Graveyard, aber der Clou bei diesem E-Golem Graveyard Deck war, dass es eigentlich nur so eine sehr temporäre Erscheinung war und der E-Golem und auch die Hexe und auch die Nachthexe irgendwie dann bald genervt wurden. Dieses Deck wurde jedoch dann auch in der CL gespielt, war also noch etwas, ich sage mal, langlebiger. Wir haben hier also ein Giant Graveyard Deck mit dem Fischer am Start, der ja auch damals im August neu rausgekommen ist, und der Hexe, die ja für einige Zeit tatsächlich schon relativ stark war. Musketieren ist noch am Start und auch der Dunkle Prinz, und dieses Deck habe ich tatsächlich aus einem meiner alten Videos gesnackt. Ich habe mir nämlich mal Gedanken gemacht und natürlich auch für dieses Video recherchiert. Klar, deswegen gebt ihr jetzt einen Daumen nach oben da und tragt auch Copixen ein, weil das hier ist journalistische Höchstleistung, ja. Da ist das Deck rausgekommen. Ich habe das damals sogar so bestes Graveyard-Deck oder sowas auch genannt und ich wusste noch, dass es eben damals von CRL Plus gespielt wurde. Wir haben jetzt hier ein Gegner, der mit dem Koboldbohrer ankommt, aber das Geile ist, der Gegner hat den Kanonier, also können wir einfach mal mit dem Graveyard und dem Poison reingehen, weil dieses Deck hat tatsächlich auch noch, ja, den Poison dabei, als eines der wenigen Giant Graveyard Decks und auch ganz zum Unterschied der heutigen Varianten. Ihr wisst ja, ne, 2020 hat man dann schon eher mit Pfeilen und Snowball gespielt, seitdem gab es eigentlich so gut wie kein Giant Graveyard Deck mehr, was wirklich den Poison drin gehabt hat. Der gute Ancestor ist jetzt hier nur 400 HP von uns entfernt, ist jetzt auch direkt den nächsten Drill ein. Wir geben hier einmal den Fischer rein, ja klar, die Kobolde juckt das tatsächlich herzlich wenig, und nun gibt es ja immer die Musketieren und natürlich auch die Möglichkeit, direkt mal wieder reinzugehen. Ja, der Gegner versucht natürlich oder wird versuchen, das Ganze jetzt hier entsprechend auszuschalten. Ja, schafft er natürlich auch, ne? Also macht auch eine gute Figur. Aber der Kanonier, den er hat, der ist zwar neuer und generell auch geiler, aber der wird ihm hier etwas zum Verhängnis, wenn wir uns das anschauen. Denn der Graveyard, der hat ordentlich hier Schaden gemacht am Turm. Und das ohne, dass ich eigentlich irgendwie einen guten Spielzug gemacht habe, sondern natürlich, weil der Gegner den Kanonier hatte und wir in diesem Deck eben Friedhof und Poison. Der Gegner feuerballt das jetzt, ja. Und wir werden natürlich, weil er keinen Mighty Miner mehr im Cycle hat, wieder einfach reingehen. Gegner hat den Evo Tesla, Gegner hat verschiedenen Stuff am Start, bringt ihm jetzt aber insgesamt nicht wirklich viel. Wir werfen einmal schnell auf die Guards, die eigentlich kommen sollten. Ja, Guards kommen erstmal nicht rein, kommen spät rein, aber wir machen wieder eben guten Damage und haben jetzt hier selbst die Hexe am Start, die sich wieder hier um alles kümmern wird. Damals, als das Deck stark war, war natürlich auch die Hexe ultimativ viel stärker. Ne? Also die Hexe wird ja heutzutage tendenziell eher weniger gespielt, gerade jetzt auch gegen die Dolchherzogin. Aber damals war das Ganze natürlich noch ganz anders und dementsprechend war auch der Fischer damals noch viel stärker, auch wenn er natürlich heute durchaus noch häufig gespielt wird, war der Fischer damals extrem stark. Ihr seht aber, der Giant, der ist sogar aktuell noch viel besser als damals und damit gewinnen wir das Game. Wir gehen jetzt in das Jahr 2018, eines der meiner Meinung nach auf jeden Fall Gameplay-Peak-Jahre von Clash Royale. In diesem Jahr habe ich, glaube ich, meine meisten Top 100 Finishes überhaupt aufgestellt. Und in diesem Jahr hat sich auch ein Deck ergeben, was damals natürlich unfassbar krass war. Und das war das No-Damage-Deck. Und zwar das originale No-Damage-Deck, Freunde. Mit dem Poison natürlich, mit dem Grabstein, mit dem Eismagier und auch damals noch mit dem Kampfholz drin. Damals hat man wirklich in No-Damage das Holz gespielt, ohne das Barbrill, weil das Barbrill erst im Oktober rauskam und damals wirklich relativ, ja, unbeliebt war, weil es auch einfach ziemlich schlecht gebalanced war. Unser Gegner spielt jetzt hier ein sehr interessantes Golem-Deck mit der Crackerin, aber tatsächlich muss man sagen, dass dieses Deck gerade damals gegen Golem und vor allen Dingen gegen P.E.K.K.A. Megaritter gebaut wurde. Denn Megaritter kam damals raus, war natürlich extrem stark, ja klar. Und Megaritter P.E.K.K.A. Pumpen Cycle war so im Sommer ein extrem starkes Deck. Also im Sommer dieses Jahres hat man genau dieses Deck hier wirklich sehr, sehr häufig gezockt, weil man einfach damit einen richtig guten Konter gegen solche klobigen Tankdecks hatte und die Gegner im Prinzip damit nicht durchkamen gegen No Damage. Und das hat sich ja bis heute im Prinzip durchgezogen. Das heißt, Mitte 2018 wurde genau dieses Deck damals erfunden. Und na klar, gegen Golem ist man damit auch stark. Ihr seht, die Nachthexe wird einfach komplett weggepoisoned. Und der E-Dragon ist so die einzige Karte, die uns hier irgendwie aufhalten kann. Gerade natürlich mit der King Tower Activation damals war es wirklich noch, oder ist es natürlich heute auch noch wirklich eine sehr, sehr geile Angelegenheit. Und Wise for Serious, der sollte vielleicht langsam wirklich mal Serious machen, weil ich das Gefühl habe, dass der dieses Game natürlich nicht gewinnen wird. Wir gehen direkt einfach mal rein, zack, mit dem Ritter. Und jetzt hat der Gegner die Barbs interessanterweise, okay. Barbs sind am Start, dann gibt es direkt einmal das Log drauf. Und jetzt erkennen wir, dass der Kollege mit seinen Barbs und auch seinem Barbell eine einigermaßen gute Defense hat. Aber wenn er halt keinen Spell hat,
wird er wahrscheinlich niemals durchkommen. Genau, damals gab es keine Evolution, aber weil wir das Deck, hätte es damals Evolution gegeben, ja auch mit einer Evolution so gespielt hätten, habe ich mir gedacht, machen wir mal die Evolution rein. So oder so macht es, glaube ich, gegen den Kollegen keinen Unterschied. Ich meine, er hat natürlich jetzt auch Evolution. Bei den Turmtruppen ist es ein bisschen anders. Da habe ich mich dann dazu entschieden, bei der Prinzessin zu bleiben. Aber jetzt seht ihr hier, genau das ist natürlich die Stärke dieses Decks. Wir können jetzt hier eine richtig geile Nado reinbauen. Zack, alles ist drauf. Was wir jetzt natürlich nicht haben, ist irgendwas gegen die Feuerwerkerin. Ne? Die kam ja, ich weiß gar nicht, wann kam die Feuerwerkerin raus? Ich glaube, die kam Mitte 2019 raus oder sogar 2020. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wann die Karte rauskam, aber auf jeden Fall nach der Prime dieses Decks, würde ich behaupten. Spielen wir den Ritter rein, zack, und dann können wir natürlich auch direkt den Baby Dragon setzen. Und der Gegner ist jetzt hier mit dem Barbs natürlich in einer Situation, wo man schon merkt, na, der ist gerade ein bisschen am struggeln. Deswegen gibt es hier schön den Poison drauf. Und im Anschluss können wir hier theoretisch einmal den Nado reinzocken. Der sollte auf jeden Fall auch ganz geil sein. Genau, let's go. Eismagier ergänzt das Ganze natürlich sehr, sehr schön. Jetzt hat der Gegner hier sogar den Spiegel am Start. Okay. Okay, am 6.1. kam die Cracker raus. Genau, also deutlich, deutlich nach der Prime von diesem Oldschool No Damage Deck und damals war sie, glaube ich, auch noch schlecht. Jetzt gehen wir direkt einmal rein und schauen uns mal gemeinsam an, was der Gegner hier machen wird. Und wir erkennen, er spielt hier einen, ja, sehr, sehr interessanten Stiefel. Er versucht natürlich da irgendwie zu deffen, aber es klappt halt nur so begrenzt. Ich meine, er bekommt es gedefft, klar, aber er hat tatsächlich jetzt hier arge Probleme, irgendwie durchzukommen. Er hat bisher gefühlt noch gar keinen Schaden oder kaum Schaden an unserem Turm gemacht und wir haben natürlich immer wieder hier den Eismagier und natürlich auch dann auf der anderen Seite genau diesen Tornado, den wir diesem Gegner reinklatschen können, wogegen der Gegner eigentlich nicht so viel tun kann. Die Evo-Barbs machen jetzt hier eine einigermaßen gute Figur, klar, bringt aber halt auch deutlich, deutlich weniger, als es eigentlich bringen sollte oder als der Gegner sich das erhoffen sollte. Jetzt ist die Situation hier wirklich relativ gut für uns. Wir kriegen eine gute Kontrolle über das Game. Ihr seht es ja schon, jetzt kriegen wir noch einen Baby-Dragon-Hit raus, der ebenfalls schmeckt. Das wäre jetzt hier potenziell nochmal ein bisschen nervig geworden, aber ihr seht, wir können einfach den Nado spielen. Hier nochmal den nächsten Grabstein, zack. Und natürlich auch den nächsten Eismagier. Man muss fairerweise sagen, damals war es natürlich deutlich einfacher, gegen No-Damage zu deffen oder mit No-Damage besser gesagt zu deffen, weil das Niveau natürlich auch noch ein bisschen gestiegen ist über die Zeit, ganz klar. Das ist ein sehr, sehr guter Nado gewesen. Wir kriegen hier einen guten Eismagier raus. Der Kern ist aber natürlich beigeblieben. Und das ist eigentlich wirklich das perfekte Beispiel dafür, so ein Game, wie das Deck eben auch damals funktioniert hat. Ja, genauso. Den Golem, heftige Beatdown-Decks hast du einfach mit diesem Deck, ohne dass du Schaden im Deck selber drin hattest. Mit Ritter, mit Eismagier, mit Baby Dragon, kein wirklicher Schaden, nur Flächenschaden und trotzdem hast du damals damit gewonnen. Nun kommen wir zu wahrscheinlich meinem allerliebsten Graveyard-Deck aus dem Jahr 2017 und auch gleichzeitig dem meiner Meinung nach besten, denn genau dieses Graveyard Ofen Cycle Deck hat mir damals, ich meine, 13 Mal in Folge die 12 Siege in der Grand Challenge gebracht. Das war also schon auf jeden Fall sehr ordentlich. Und damit habe ich tatsächlich auch jetzt das erste Mal Kontakt zu Max und auch Chef Strube geknüpft. Viele wissen das nicht. Ich bin überhaupt erst mit Max in Kontakt getreten, weil ich bei Chef Strube ein Video gemacht habe auf dem Kanal und ihm das Deck beigebracht habe. Und Max einfach gesehen hat, yo, das war geil, das hat was gebracht. So, das ist ein cooler Typ, der kann erklären und das Deck und das Game spielen. Das mache ich auch mal. So ungefähr ist das damals gekommen und jetzt spielen wir gegen Golem Heilerin und ich glaube, wir haben jetzt starke Schmerzen. Also dieses Deck, da kann ich jetzt wirklich nichts versprechen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass wir hier ordentlich auf die Fresse bekommen könnten. Es gab auch verschiedene Varianten. Mal waren hier die Skelette drin, mal waren der Eisgrund zum Beispiel drin. Jetzt haben wir hier natürlich die Variante mit dem Ritter und mit den Skeletten und wir sehen, dass Roger aus dem Team Big Italia jetzt hier, ja, wie soll man das sagen? Vielleicht jetzt, hat die Fledermäuse, das ist natürlich unschillig. Ich dachte eigentlich, da wird normales Deck spielen. Er hat die Fledermäuse dabei, die werden uns natürlich jetzt komplett abwracken, aber das Gute ist natürlich, dass hier immerhin der Ofen carried. Also ich muss sagen, ich weiß nicht so ganz, ob dieses Deck heute noch irgendwie funktionieren wird, weil man muss natürlich sagen, dass der Ofen das wahrscheinlich mit Abstand schlechteste Gebäude überhaupt gerade im ganzen Spiel ist. Und das liegt einfach daran, dass die Karte, der Ofen, einfach gegen keine Turmtruppe außer die Prinzessin irgendetwas tun kann. Ja? Der Ofen ist übel schlecht gegen den Kanonier, der Ofen ist übel schlecht gegen die Dolchherzogen. Also der Ofen ist eigentlich nur schlecht. So, der ist einfach nur übel schlecht, okay? Wir gehen jetzt hier einmal rein, der Gegner braucht hier nämlich eigentlich noch Barbs oder sowas. Okay, Evobets tun den Job auch, ja. Warum auch immer ihr Evobets dabei? Das triggert mich ehrlicherweise ein bisschen, weil ich mir lieber gewünscht hätte, er hätte den kleinen Prinz dabei. Aber gut, man kann nicht alles haben. Jetzt gibt es ja einmal direkt den Evos rein, damit die Bets hier nicht komplett mich zerpflücken. Das wäre auf jeden Fall ganz geil. Anschließend natürlich noch einmal das Log, damit die
Heilerin jetzt hier nicht unbedingt mich komplett wegrasiert. Dann gibt es nochmal die Skelette rein, zack. Und jetzt ist natürlich das Geile, wir haben wieder den Ritter. Damals war das Deck unfassbar stark. Du hast eigentlich gegen alles gewonnen, außer ja, gegen den guten alten Lavahund. Da wurde es schon damals schwierig. Aber ja, mein Lavahund-Hass kommt natürlich auch nicht von irgendwo. Der Gegner muss jetzt noch irgendwas machen. Spielt sehr interessante Bets, braucht aber noch eine Antwort. Okay, er heilt lieber den ganzen Stuff hoch. Kann man natürlich auch machen. Ja, klar, logisch. Der Gegner von der No-Skill-Brigade. Der wird direkt hier mal wieder durchgecycelt zum entsprechenden, ja, zu der entsprechenden Antwort. Und zwar zum Giftzauber. Und sollte jetzt hier, was ich natürlich hoffe, entsprechend der Elektrodecken sterben, dann wäre die Welt auf jeden Fall hier wieder in Ordnung. Jetzt haben wir hier einen guten Ritter. Und ihr seht, auch heutzutage kann man mit diesem Deck auf jeden Fall verteidigen. Wir sind hier gerade noch deutlich in Führung. Die Frage ist selbstverständlich, wie lange werden wir das halten oder werden wir es überhaupt halten können? Aber erstmal sieht das Ganze durchaus gar nicht mal so bad für uns aus. Wir kriegen jetzt hier nochmal die guten Bogis rein, zack. Dann gibt es natürlich hier nochmal den guten Ritter. Und damit haben wir hier wieder eine gute Defense. Und ihr seht, beim Gegner ist es durchaus, ja, am reinscheppern gerade. Wir haben jetzt zwei EU-Satz am Start und wir defen das Ganze ziemlich, ziemlich gut. Und der Gegner, der hat hier gerade Probleme, irgendwie was mit seinem Elektro-Dragon zu machen. Wäre der jetzt hier nicht komplett durchgelackt, dann wäre er tot, aber gut. Wir können jetzt direkt wieder den Graveyard setzen, weil der Gegner muss dagegen irgendwas tun. Und wir können einfach poisonen. Und ihr seht, genau so kann das Deck scheinbar dann auch heutzutage wirklich funktionieren. Der Spirit ist da, zack, dann können wir das Ganze nochmal ganz entspannt loggen. Und damit sieht es tatsächlich so aus, als ob wir dieses Game gewinnen würden. Und das sogar sehr, sehr eindeutig. Was damals funktioniert hat in 2017... scheint auch noch heute zu klappen. Und das, muss ich sagen, überrascht mich gerade sehr doll. Das Game ist durch. Der Gegner absolut chancenlos. Wenn du das gut spielst, vielleicht nicht mit dem Ofen, dann könnte das heutzutage sogar noch funktionieren. Doch jetzt kommen wir zum besten Graveyard-Deck aus 2016. Und das war das Jahr, in dem der Graveyard erst rausgekommen ist. Und jetzt gibt es ein Detail, das 95% von euch wahrscheinlich nicht wissen. Denn damals hat es ein deutscher Spieler namens Noobie Boy, ein absoluter OG, der wahrscheinlich seit 7 Jahren nichts mehr mit Clash Royale am Hut hat, auf Platz 2 der ganzen Welt geschafft mit diesem Deck. Das war das erste krasse Finish eines deutschen Spielers, das es jemals in Clash Royale gegeben hat. Und das mit genau diesem Deck. Das Interessante daran war, dass Noobie der Einzige war, der genau dieses Deck auch wirklich auf einem guten Niveau oder überhaupt generell hat zocken können. Ja, er war wirklich der Einzige, der mit diesem Deck damals irgendetwas gerissen hat, aber er war eben damit besonders erfolgreich und dementsprechend hat dieses Deck auf jeden Fall einen Platz in der Liste und ja, der Gegner, der ist direkt mal hier richtig geil drauf, geil. Ja, da kann ich ja sehr viel zu erzählen, weil das ist ja super, ne? Da hat der Gegner mal Giant Ball und ich werde ja, cool. Alles super, werde ich mal kurz geballert. Kein Problem, akzeptieren wir. Wir akzeptieren unser Schicksal. Ultimativ genatzt, ich wurde genatzt, ja, ist richtig. Ich wurde von unserem Gegner... Wir wurden von unserem Gegner genatzt. Wir wurden weggenoskillt. Oder besser gesagt, wir wurden outskillt beinahe. Weil der Gegner wirklich ein absolut geiler Zocker ist. Der Gegner ist ja richtig gut. Ich habe richtig viel gegen Bowler. Ich habe ja richtig viel gegen Bowler. Das ist ja richtig geil! Bowler ist ja auch vor allen Dingen bei diesem Deck sehr, sehr balanced. Kleinen Prinz gab es halt damals nicht. Also damals gab es halt Real Talk. Fairerweise gab es nur 2 Karten aus seinem Deck nicht. Es gab nicht die Bats und es gab nicht den... Ne, es gab auch den... Doch, den Bowler gab es. Die Bats und den... Kleinen Prinz gab es nicht. Ja. Okay, let's go. So. Doch nun kommen wir zum Deck aus dem Jahr 2016 und das wird euch wahrscheinlich alle relativ doll überraschen, denn dieses Deck hat niemals danach noch irgendeine Relevanz gehabt, aber 2016, wo ja der Friedhof erst im Oktober des Jahres rausgekommen ist, war dieses Deck das beste Graveyard-Deck und ihr werdet euch jetzt denken, was zur Hölle ist Schweinereiter Graveyard Freeze. Aber weil die Leute nicht wussten, wie genau man den Graveyard zocken soll, hat man das damals wirklich so gespielt. Und bei diesem Deck gibt es einen kleinen Funfact, den wahrscheinlich 99% auch nicht wissen von euch, oder den fast keiner weiß. Damals gab es einen deutschen Spieler namens Noobie Boy, der damals, das war damals noch so nicht legal, aber man hat dagegen von Supercell nichts unternommen. Heute ist das ja anders, ne? Und ich würde es euch auf jeden Fall nicht empfehlen. Damals hat man noch Accounts gepusht. Von Leuten, die eben als einzige, sage ich mal, ihre Karten auf Level 13 damals dann auch hatten, auf Max Level. Und da war ein deutscher Spieler namens Noobie Boy am Start, der mit genau diesem Deck damals einfach mal Platz 2 der ganzen Welt geholt hat. Und
das war das erste krasse Finish eines deutschen Spielers, was es damals eigentlich überhaupt gegeben hat. Und das hat er mit genau diesem Deck gemacht, Freunde, ja. Und deswegen ist das Deck natürlich auch so hoch auf der Liste, weil ihr seht, es ist Hawk mit Freeze und Graveyard, macht überhaupt gar keinen Sinn auf den ersten Blick. Damals, als die Karte aber wirklich neu rauskam, da haben die Leute teilweise wirklich den größten Müll gespielt und hatten damit halt trotzdem Erfolg, weil es auf ihre Art und Weise wirklich geklappt hat. Und ihr seht jetzt hier, wir haben einen Freeze gegen den Agent. Agent, Little Prince, Nachthexe. Allein das sind drei Karten, die es damals noch längst nicht im Spiel gab, ja. Man muss natürlich sagen, die Entwicklung ging dann relativ schnell voran. Man hat dann zum Beispiel bereits in 2017 eben schon das Graveyard Ofendeck gespielt, wo man dann schon eine relative Tendenz hatte, in welche Richtung es geht, ne? Ein Gebäude, ein solider Defensivaufbau und dann eben den Minitank und der Graveyard zusammen mit Poison. Aber damals, als es eben noch keine richtigen Regeln dafür gab, wie man wirklich Graveyard zu spielen hat, da wurde eben dann wirklich sowas gespielt. Wir gehen direkt einmal rein mit dem Schweinereiter. Und ob ich jetzt mit diesem Deck gewinne, ist natürlich einmal fragwürdig, ne? Das war auf jeden Fall kein guter Nano. Mal gucken, wie oft der Gegner es noch versuchen wird. Aber es sieht, okay, der Gegner mit dem Lightning, ja, sehr interessant. Lightning jetzt hier Turm und die beiden Bogenschützenden, finde ich auch vogelwild. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal so rein und setzen dann einfach mal jetzt unseren Schweinereiter. Hat man vermutlich damals nicht so gespielt, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Und jetzt gibt es hier den Freeze, weil jetzt kann der Schweinereiter nicht rangezogen werden, was super ist, weil der Agent ihn blockiert. Er zieht ihn weg, aber ihr seht, der Freeze ist einfach da, der kleine Prinz geht drauf und wir machen den Damage, damit gewinnen wir das Game, so wie es aus. Let's go, hä? Wie gut! Wir machen das so, zack, dann gibt es hier den nächsten Grabstein. Der Gegner muss natürlich wieder Lightning, ja. Aber wir haben jetzt die Pfeile am Start, die machen 162 Damage. Der Freeze macht, wie viel Schaden macht der Freeze? 51. Und damit ist das Game durch, Freunde. Und damit sind wir auch am Ende dieses Videos angelangt. Wenn es dir gefallen hat, dann lass jetzt einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und schreib gerne in die Kommentare, welches Deck von diesen neuen Stück denkst du, ist das, was du aktuell noch am ehesten spielen kannst, worauf die Gegner am wenigsten klarkommen. Hau rein, danke fürs dabei sein, bis dann.